Hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 2 am Montag, wie immer eigentlich. Wir spielen heute einen neuen Durchgang, diesmal kein Achievement Run, sondern einen vorgeschlagenen Run, der nichts mit Achievements zu tun hat, von einem Zuschauer. Ich weiß nicht mehr, wer das letztes Mal vorgeschlagen hat. Und zwar spielen wir im Frühmittelalter als Graf. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar als Graf, jetzt nicht blamieren, jetzt muss ich es gleich mal finden, Moment. Als Graf von Württemberg. Das ist bestimmt eine kleine verzwickte Sache. Wieso kann ich hier, Moment mal eben. Wieso kann ich nichts anwählen? Ah, okay. 7,69, jetzt geht's. Ist wieder ein fantastischer Start in den Stream. Wir spielen als Graf Eberhard von Württemberg mit dem Familiennamen Sieghardinger. Und das wurde vorgeschlagen von einem Zuschauer beim letzten Mal. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und das war offenbar irgendwie sein erster Run mit Crusader Kings 2 oder so. Und es ist ein bisschen verzwickt, weil man hier... ein bisschen eingekesselt ist. Wir schauen uns dann die Situation gleich mal an, sobald wir im Spiel sind. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ich weiß noch nicht, ob es ein kompletter Run wird, also ob wir uns hocharbeiten bis zum Kaiser oder ob wir dann uns mit dem Herzogstitel genügen oder ob wir uns mit dem Herzogstitel genügen. Ob uns der Herzogstitel genügt oder... ob wir vielleicht komplett versagen und Graf bleiben oder Schlimmeres noch, vielleicht sogar das Spiel verlieren. Kann ja durchaus alles vorkommen. Hallo Avo. Und wir schauen uns das einfach mal an und spielen einfach mal ein bisschen gemütlich, ohne irgendwelche großartigen Ambitionen jetzt. Einfach mal wieder ganz zufrieden hier ein bisschen erobern, ein bisschen aufsteigen und ein bisschen intrigieren. Schwierigkeit ist Mittel. Wir sind... auch wenn es hier so ausschaut, nicht hier im Heiligen Römischen Reich. Das gibt es hier noch gar nicht. Wir sind auch nicht in Bayern, sondern wir sind im mittleren Frankenreich. Das kommt noch dazu. Das ist ja für mich als angestammter Niederbayer, ist das ja ein ganz seltsamer Plan, den wir hier haben. Aber damit werde ich zurechtkommen. Wir werden das schon irgendwie geschaukelt bekommen. Wir haben auch schon einige... Vasallen wollte ich gerade sagen. Ich dachte schon, nee, wir haben keine Vasallen, außer die in unserer Provinz. Ich gehe jetzt einfach mal auf Spielen. Wir machen mal den Ironman-Modus an, auch wenn jetzt aktuell keine Achievements anstehen. Chaotischer Rückzug wie immer aus und die Verteidigungspakte auch aus. Es ist nichts geplant, dass wir auf ein bestimmtes Achievement hinarbeiten, aber es kann ja nicht schaden. Vielleicht fällt noch das ein oder andere Achievement ab. So, wir spielen als deutsch-katholischer Graf. Sehr schön. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann ich zum letzten Mal hier als deutscher Graf gespielt habe. Wir haben ja unten in Ghana gespielt. Wir haben oben im Norden gespielt mit Schweden und Dänemark und so weiter. Und Indien. Na gut. Also, Kultur deutsch. Keine besonderen Merkmale. Alles wie beim... Wie beim Alten. Was ist denn heute los? Ich kann heute nicht mehr sprechen. Es tut mir so leid. Ich bin nur so aufgeregt, weil ich mich freue auf Crusader Kings 2. Hallo Centuras. So, also wir spielen mit Württemberg. Und wir schauen uns als erstes mal... oh, wir haben ja einen wunderbaren, prächtigen Bart. Schaut euch das mal an. Lockiges, halblockiges Haar. Will ich mal meinen. Oben glatt, unten lockig. Bin mir nicht sicher, wie das im Frühmittelalter... gemacht wurde, aber das war offenbar auch schon möglich. Und einen wunderschönen Bart, der ist auch schön. Und wir haben mittelmäßige Werte, also jedenfalls hier bei der Diplomatie ist es ganz schlecht. Verwaltung ist super gut. Wir sind ein wahres Verwaltungsgenie. Kaufmännisches Genie sind wir. Bei Bildung ist auch noch ganz okay. Intrige ist mittelmäßig und Kriegskunst auch mittelmäßig. Ist jetzt nicht so toll. Wir sind verheiratet mit der Walpurga von Waldenstein und das wechselt ja immer. Jedes Mal, wenn man neu reingeht, steht hier irgendjemand anders drin. Die finde ich jetzt aber ganz nett. Die hat gar keine Meinung von uns. Der ist alles egal. Bisschen lethargisch vielleicht.
obwohl ich das gar nicht verstehen kann, weil alleine aufgrund unseres Bartwuchses müsste uns die eigentlich schon vergöttern. Was haben wir für Traits? Wir haben kaufmännisches Genie, haben wir ja schon gesagt. Wir haben gemäßigt, fleißig, wir sind lüstern, wir haben schon zwei Kinder und wir sind geduldig. Wir haben zwei Kinder, einmal den Amadeus Sikardinger und die Adelinde Sikardinger. Sie ist 0 Jahre alt, er ist 1 Jahr alt, aber da gibt bestimmt noch einiges. Wir sind gerade mal 19 Jahre, sind quasi in der Blüte unseres Lebens. Und die Walpurga ist 18, die ist auch in der Blüte. Oh mein Gott, da können wir uns schon, also wenn alles gut geht und wir lange leben, können wir uns wahrscheinlich auf 10 Kinder einstellen. Mindestens. Heieiei, hallo Scuffy. Gut, unser Nachfolger ist der Amadeus. Amadeus. Ich will ihn schon wieder ablenken. Und wir schauen gleich mal, welche Erbfolge wir haben. Zuvor setzen wir aber erstmal unsere Ambition. Ich habe übrigens jetzt aktuell meine Mod deaktiviert, sieht man auch hier, weil dieses Fenster nicht mehr bis ganz nach unten geht und die Buttons auch ein bisschen hier anders angeordnet sind und die Texte. Ich will mich wieder ein bisschen an das Original gewöhnen und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Paradox das irgendwann selbstständig mal checkt, dass man hier bis ganz runter das Fenster bauen kann. Ich meine ja nur. Scuffy hat sich Imperator Rome gegönnt, das ist ja super. Sehr schön, dann kannst du zukünftig morgen dann am Dienstag, am Imperator Rome Dienstag, kannst du auch gleich mitmachen, beziehungsweise deine Meinung abgeben dazu. So, also wir brauchen eine Ambition. Sammelt Schätze. Wir würden nochmal einen Verwaltungspunkt dazu bekommen. Findet einen Freund, Erhalt eines Titels. Das wäre eigentlich ganz gut. Kriegskasse und einen Erben heranziehen. Das mit dem Erben heranziehen werden wir erst machen, kurz bevor er 16 wird. Ich werde mal das hier wählen. Erhalt eines Titels. Dann können wir nämlich von unserem Lehnsherrn ab und zu mal anfragen, ob er uns nicht irgendwas geben will. Finde ich eigentlich ganz gut. Apropos, Herzog Nabi von Alemannen ist unser Lehnsherr. Und wenn wir mal hier reingehen, dann sehen wir auch schon hier das Herzogtum. Das Herzogtum Alemannen, das sich hier über diese Provinzen erstreckt. Und wir sehen auch, dass unser Herzog hier drei Provinzen behält, beziehungsweise hat, behält. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Ich weiß nicht, vielleicht war es das Wochenende, obwohl ich eigentlich ganz brav war am Wochenende. Aber es ist einfach, ne? Manchmal hast du einfach einen Knoten in der Zunge. Und der einzige Weg hier raus ist momentan entweder dem Herzog den Krieg erklären, was natürlich Quatsch ist, oder hier rüber zu gehen Richtung Baden. Schauen wir uns gleich mal an. Wir müssen noch einen Charakterfokus wählen. Im Zuge dessen, dass wir hier Baden wahrscheinlich angreifen werden und wir dafür nur den Grenzdisput als Kriegsgrund haben, werde ich hier mal auf die Theologie gehen. Damit wir zum einen auf die Pilgerreise gehen können und zum anderen relativ schnell auf die 100 Pietätspunkte kommen, damit wir hier Baden auch dann angreifen können. Vielleicht ist der Bildschirm der UI-Programmierer nicht größer als das Fenster. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Was? Wer hat Unterbier? Ich habe doch kein Unterbier. So. Dann schauen wir uns hier noch um. Wir haben aktuell 322 an Einheiten. Gar nicht mal zu schlecht. Und müssen wir sonst noch was schauen? Wir haben Kampfmodifikator, haben wir auch, obwohl wir selber nicht selber Krieg führen werden. Ich werde das gleich mal deaktivieren. Wir haben aktuell die drei Vasallen, Bürgermeister, Baron und Abt. Die können uns gut leiden. Er zahlt allerdings keine Steuern, der Abt Walter von Heilbronn. Was ja eine Unverfrorenheit ist eigentlich. Na gut, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Am Hof sind 11 Leute. Wir haben einen Pakt mit... Wem? Wer ist das? Mit unserer Frau, Walpurga. Haben wir einen Nicht-Angriffspakt. Das sollte eigentlich üblich sein in Ehen. Dass man einen Nicht-Angriffspakt mit der Ehefrau hat. Na gut. Auswärts. Ah, der Höfling.
was ist das denn auswärts? Derzeit außerhalb des Landes sind wir. Oh, wir sind Kämmerer von Alemannen. Ah, wir haben quasi hier im Lehnsrat unseres Lehnsherrn, im Beraterrat unseres Lehnsherrn, haben wir die Stelle Kämmerer. Perfekt. Hallo, Old Scaddy. Das ist ja wunderbar. Vielleicht können wir da ein bisschen intervenieren. Ich sehe gerade, wir haben ganz wenig Kampffertigkeit auch. Na gut. Okay, was müssen wir noch machen? Wir müssen uns auf eine Pilgerfahrt begeben und wir brauchen einen Hofarzt. Hofarzt haben wir niemanden am Hof. Nein, das ist schade. Das heißt, wir müssen auch hier wieder Geld ausgeben. Natürlich. Und wir machen uns gleich mal auf zur Pilgerfahrt. Wir kommen einfach mal so 20 Pietätspunkte schon. Und benennen als Regentin unsere Walpurga. Dann Befehlshaber. Haben wir aktuell den Ragno und Uldarich. Sind die denn tätig irgendwie? Ragno ist einfach nur Befehlshaber und Uldarich Höfling und Höfling. Passt. Also wir haben zwei Befehlshaber, das ist auch gut. Hallo Wal. Wal hat sich zwei Pizzen reingehauen. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn los mit dir, Wal? Du musst doch auch ein bisschen auf deine Figur aufpassen. Ein ja nur. So, wir haben aktuell folgende Gesetze. Erbschaft, agnatisch-kognatische Erbteilung. Unser Ziel ist natürlich wieder die Primogenitur oder die Ultimogenitur, um alles zu vererben. Ganz wichtig. Dann würde ich gleich mal sagen, da wir niemanden im Rat haben, der dagegen spricht, weil der Rat nicht existent ist, werden wir gleich mal hier auf Titel aberkennen gehen, um uns zu rüsten für zukünftige Intrigationen. Okay. Und ansonsten sind wir eigentlich ready to go, würde ich mal meinen. Der Plan ist jetzt folgendes. Wir bauen uns die 100 Punkte auf an Pietät und werden dann Baden angreifen, inklusive Söldner. Das Problem ist, er hat 189, wir haben 322. Also wir würden ihn mit unseren Truppen schlagen. Das Problem ist nur, wenn wir dann die Kämpfe durchgeführt haben, stehen wir in Baden und können nicht mehr belagern. Deswegen werden wir uns ein bisschen Geld von den Juden leihen, dann hier alles belagern mit den Söldnern, die wir kaufen. Und dann haben wir schon eine zweite Provinz. Hallo, Warlord. Das ist der aktuelle Plan und wir schauen einfach mal, ob er so funktioniert oder ob wir vielleicht gleich mal hier auf unserer Reise sterben. Wir brauchen auch noch einen Orden. Wir gehen mal in den Dominikanerorden. Mangels Alternative. Oh, da. Nein! Jetzt ist unser... Oh. Das ist ja wieder mal typisch, ne? Okay, das geht ja gar nicht. Ich kann die Frisur nicht ändern. Und den Bart auch nicht. Nein! Und alles nur, weil wir im Zittel sind. Unser prächtiger Bart. Na gut. Ich lasse mal das Spiel ein bisschen laufen. Und wir begeben uns auf Pilgerfahrt. Das ist ja unglaublich. Unser schöner Bart und unsere wunderbaren Locken. Wir werden, keine Ahnung, Richtung Rom, würde ich mal meinen. Zu den Gräbern der Apostel. Meine Sachen sind gepackt. Die Reise beginnt. Und wir bekommen den Hinweis, dass wir einen, oh, 21, einen wunderbaren Doktor gefunden haben. 10 Gold kostet uns das. Wunderbar, der ist richtig gut. Da kann uns quasi gar nichts mehr passieren. Unsere Ehefrau ist aktuell jetzt hier die, die unsere Grafschaft anführt. Dann Titel aberkennen funktioniert auch. Und wir liegen nachts wach und denken über unsere Pilgerreise nach. Der Geist wandert, wohin er will. Poet, religiöser Eiferer oder depressiv können wir werden. Oder 20% Chance auf zynisch. Wir nehmen natürlich diese Option hier. Und es ist gar nichts passiert.
So, jetzt ist hier ein Krieg ausgebrochen. Moment, wir sind in Rom angekommen. Wir sind wahrscheinlich begeistert. Tausende Wege führen die Menschen auf ewig nach Rom. Ich drücke mal eben Pause. Wir schauen mal, was hier für ein Krieg ausgebrochen ist. Und zwar haben wir hier König Karloman von Mittleres Frankenreich, also unser König, führt Krieg gegen Sultan Abd al-Rahman von Umayyad Sultanat. Hier unten. Er hier gegen ihn hier unten. 3,9. 3,7. Huiuiui, da hat er sich aber... Eieiei, da hat er sich aber was vorgenommen jetzt hier. Heiliger Krieg um Barcelona. Barcelona. Ich werde das jetzt gar nicht suchen, weil ich mich dann wieder nur blamiere. Barcelona. Vielleicht heißt das hier auch gar nicht Barcelona. War das nicht hier unten irgendwie? Oder hier oben? Nee, das muss ja irgendwo... Muss das jetzt suche ich schon. Jetzt muss ich das auch finden. Das ist ja unglaublich, oder? Hä, Herzogtum? Ach, das gibt's noch nicht. Ja, das wird irgendwo hier in der Ecke sein. Ich denke mal, das heißt anders einfach nur, ne? Wahrscheinlich das hier unten. Na gut, ich gehe wieder zurück. Ich bin ja nur ein kleiner Graf, deswegen habe ich da von der großen Politik natürlich keine Ahnung. Und deswegen kümmern wir uns erstmal um unsere eigenen kleinen Belange. Wir haben schon 31 Pietät, das ist sehr gut. Die wogende Menge der Pilger ist wahrhaft beeindruckend, ja. Nutzt die Gelegenheit, um verschiedene Kulturen kennenzulernen. Oder... die Menschen kennenlernen für gesellig. Gesellig ist schon echt auch ein guter Trade. Das ist vor allem auch Diplomatie. Wir nehmen mal hier, wir hoffen auf gesellig. Ja, es hat nicht funktioniert. Okay, aber wir haben jetzt den Pilger-Trade bekommen. Heieiei, das geht ja gut los. Und die Regentschaft ist vorbei. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Leider ist uns über die Pilgerschaft kein Bart gewachsen. Das ist natürlich ärgerlich. So, 62 Punkte. Die Bibel enthält alle Texte und es wäre sinnvoll, diese intensiv zu studieren. Raybird! Vielen Dank für den Resub. Ich verstehe es nicht. Du hast doch erst... Hast du nicht erst gesubbt? Ist das schon wieder 4 Wochen her? Das ist ja unglaublich. Wie schnell vergeht denn die Zeit? Oder hast du dich jetzt einfach nur nochmal reingemogelt? Das ist ja echt komisch. Na gut, vielen Dank. Langsam verliere ich auch den Überblick. Ich habe es ja sowieso nicht so mit Namen. Ich suppe und dann 2 Wochen später kann ich erst die Nachricht schicken. Ah, okay. Na gut, okay. Also, wir bekommen wieder 20 Pietätspunkte. Weil wir die Heilige Schrift lesen, haben schon 82 Punkte. Oh, wir können mal kurz bei unseren Beratern nachschauen, ob wir hier irgendwelche guten haben. 9 Punkte. Wir haben einen mit 21 Punkte. Aber ist das nicht der, der auch unsere Truppen dann anführen soll? Ich glaube fast ja. Uldadich. Ja, er ist Kanzler auch. Weil er 9 Militärpunkte hat. Na gut. Aber das ist halt 21. Ist overpowered einfach. Wir haben hier 11 bei Marschall. Mit Ragno. Der Ragno soll aber erstmal hier bleiben. Ich habe immer noch komischerweise den Bug, dass die Leute, die hier als Berater tätig sind, dass die nicht meine Truppen anführen können. Egal, was ich hier auswähle. Also vielleicht weiß da jemand von euch eine Lösung. Ich weiß nicht, es ist egal, ob ich hier blau habe oder rot habe. Normalerweise, wenn hier blau ist, dann dürften die hier auch die Truppen anführen. Ich kann sie aber trotzdem nicht auswählen, was echt komisch ist. So, Kämmerer, 9 Punkte. Dann Hofspitzel, 15 Punkte. Unsere Gemahlin und der Hofkaplan. Da haben wir keine Alternative mit 9 Punkten. Hallo, Dumbastik.
dann werden wir ihn mal hier nach Baden schicken. Vielleicht schafft er es ja noch, bevor wir die 100 Pietätspunkte haben, hier einen Anspruch zu machen. Wahrscheinlich eher nicht. Truppen ausbilden in Württemberg, Steuern eintreiben in Württemberg, Technologie studieren in, was haben wir denn hier unten, vielleicht hierher, Pavia, und Kulturforschung in Württemberg. Das soll es erstmal gewesen sein. Gibt es Gesetze oder Staatsformen, die das verhindern können? Meinst du den Einsatz der Berater? Eigentlich nicht. Also eigentlich müsste das alles passen. Ich habe noch kein Gesetz gesehen, das irgendwie regelt, dass die Leute hier nicht die Truppen anführen dürfen. Dafür ist eigentlich der Button da. Aber ich habe das erst seit, ja, vielleicht so einem halben Jahr oder so, halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, habe ich das Problem. Und irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Wir haben einen zweiten Krieg, sehe ich gerade. König Tassilo, der Dritte von Bayern, erklärt, oh, nee, doch, unser Herzog, alemannisch-bayerischer de jure Krieg über Augsburg, unser Herzog erklärt dem König Tassilo von Bayern den Krieg wegen der Grafschaft Augsburg. Das ist ja... Was ist denn hier los? Was macht er denn? Der will sich offenbar ein bisschen nach Osten, da ist Augsburg, ein bisschen nach Osten vergrößern. Na gut, soll nicht unser Problem sein. Wir haben selber genug um die Ohren. So, und jetzt müssen wir mal warten, dass wir hier auf die 100 Punkte kommen. Es gibt ein paar Klöster in der Nähe. Ich werde meine Pflicht erfüllen, ja... Oh, da kommen schon 1200. Gegen 1200, da kommt es zur Schlacht in Schwaben. Gott segne euch. Was müssen wir denn machen? Eine Kirche errichten. Ja, wir haben kein Geld für eine Kirche. Nachdem wir den Haarschnitt jetzt verpasst bekommen haben, werde ich bestimmt kein Geld für die Kirche ausgeben. Oh, wir bekommen nochmal 20 Pietät und... Wir bekommen uralte Weisheit und Religionswissenschaft. Bildung plus 1... Und nochmal plus 1, das heißt, wir müssen jetzt auf 16 Punkte kommen. Hohohoho, sehr gut. Und unser Herzog verliert die Schlacht. Der arme Tropf. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil er dann geschwächt ist. Ne? Wenn er dann ein bisschen geschwächt ist, können wir ihn eventuell absetzen. Wir können ja auch mal schauen, ob wir eventuell mit Fraktionen uns selber dann auf den Herzogsthron setzen können. So, wir sind im Kloster und gehen mal ein bisschen spazieren, damit wir Diplomatie bekommen. Und wir haben über 100 Punkte, das heißt, wir werden gleich ihm hier, 235 hat er, ihm hier werden wir den Krieg erklären. Und von dem hängt es jetzt alles ab. Wenn der Krieg gut geht, dann spielen wir weiter. Wenn nicht, dann fangen wir nochmal neu an. Okay, also Krieg erklären, Grenzdisput um Baden. Ah, wir brauchen zuerst die Kohle. Wir haben ja aktuell nur 34 Goldstücke. Wir leihen uns jetzt Geld von den Juden. Und können uns dann natürlich auch die Söldner noch holen. So, Krieg erklären. Grenzdisput um Baden. Krieg erklärt. Wunderbar. Und wir heben unsere Truppen aus. Inklusive den Söldnern. Und da gibt es ein paar günstige Söldner hier. Da haben wir zum Beispiel 1500 für 6,39 im Monat. Ich glaube, das sind auch schon die günstigsten. Sagt man das so? Günstigsten? Günstigen. Sehr günstig sind die. Wir nehmen die. Asko. Und er kommt auch noch hier raus. Das ist ja perfekt. Das heißt, wir haben jetzt den Asko hier drin und die anderen, man sieht es jetzt hier, stehen nicht zur Auswahl. Die stehen nicht zur Auswahl, obwohl wir die... Die drin haben, den Ragno und den Uldarich. Ja, Uldarich ist unser Kanzler, Ragno ist unser Kämmerer und beide kann ich nicht auswählen. Das ist einfach nervig. So, wir schauen mal, wen wir hier noch wählen können. Abt von Heilbronn, Hofkaplan. Nur die Höflinge, ne? Also wirklich nur die Höflinge lassen sich als Befehlshaber zuweisen. Hofarzt, Baron, na gut. Mit 5 Punkten. So, wir warten, bis unsere Moral aufgefüllt ist. Er sitzt hier drüben und dann werden wir Baden ganz schnell einnehmen. Oh, und
Unsere Frau ist auch schon schwanger, das ging schnell. Vor ihrem 19. Geburtstag. Ich habe ja gesagt, 10, 15 Kinder werden wir bestimmt bekommen, weil wir noch zu jung sind.